Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir hätten heute gerne die Bild begrüßt, Radio Duisburg, Studio 47, den WDR, die Stadtpanorama und den Reviersport. Die sind heute alle im Trockenen daheim geblieben. Herzlich willkommen der NRZ und dem Kicker. Herzlich willkommen auch Thorsten Lieberknecht, da der Kollege Droll von der Bild heute fehlt. Thorsten, wie sieht es mit dem Personal aus? Ja, letztendlich sind aus dem Spiel jetzt gegen Meppen gibt es keine Angeschlagenen zu vermelden. Die üblichen Verdächtigen haben wir, Krempicki, Lukas Cepani, bei dem sieht es aber sehr gut aus. Die Tendenz geht in Richtung Wiedereinstieg Mannschaftstraining nächste Woche. Hat jetzt heute nochmal eine Abschlussuntersuchung bei unseren Mannschaftsärzten und wenn da die Rückmeldung dementsprechend ist, ja, kann er wohl nächste Woche ins Mannschaftstraining integriert werden. Also eine sehr positive Nachricht, wie ich finde. Und ansonsten James Abanchi, Basti Neumann, ist klar, die sind da in der Reha-Phase. Und alle anderen sind einsatzfähig, wären bereit eben auch für den Kader, das ist klar. Ein, zwei werden rausfallen. Arne Sieger kommt wieder zurück, jetzt nach seiner Rotsperre. Und so haben wir alle Kräfte zur Verfügung. Ja, das ist das personelle Bild. Ja. Gibt's Fragen? Du sagst es, nach dem Spiel gegen Meppen etwas Frische fehlt. Woraus ich schließe, dass alle Kräfte dann doch nicht mehr so da sind. Ist das jetzt auch für dich das Spiel, wo du sagst, ich bringe mal ein, zwei frische Leute rein? Ja, die Überlegungen sind natürlich da. Die waren auch schon gegen Meppen da, aber ich wollte eben halt da auch nicht eine Mannschaft, die davor erfolgreich war, eben mit auseinanderreißen. Und ich glaube, wenn man das Spiel gesehen hat, letztendlich halt auch von Anfang an, und ich habe mir das gestern auch explizit nochmal angeschaut, insbesondere die erste Halbzeit, zweite Halbzeit habe ich mir nicht geschenkt, weil es gar nicht mehr unser Spiel war und es war einfach auch mehr Brechstange und gar nicht mehr unser Spiel, was wir wollten, habe ich mir die erste Halbzeit angeguckt und da war es schon so, dass man in der einen oder anderen Situation auf Länge gesehen hatte, dass vielleicht so ein bisschen diese geistige Frische an dem Tag irgendwo gefehlt hatte, aber sie war trotzdem irgendwo nicht ausschlaggebend für die Gegentore oder dann auch für die Niederlage. Trotzdem ist jetzt schon so, dass man drüber nachdenkt, einen Impuls zu setzen von außen. Und da war jetzt die Trainingseinheit gestern interessant, eben zu sehen, bei den Jungs, die Spielersatztraining hatten, wie engagiert sie das gemacht haben. Und da gibt es schon eine Überlegung, ja, was zu tun, um Frische reinzubekommen. Ich glaube, das wäre normal in der englischen Woche. Nichtsdestotrotz sind aber auch die Jungs, das Gefühl hatte ich auch, die jetzt eben auf dem Platz waren und die Niederlage einstecken mussten, wirklich so auf Spannung, dass gewillt sind, meine Erwartung, eine Reaktion zu zeigen von 1 bis 18 oder dann von allen, die ist definitiv da, das habe ich gemerkt, die Enttäuschung war da und wir haben das Spiel aufgearbeitet, so wie wir es gesehen hatten und letztendlich ist es so, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Jungs wirklich jetzt diese Spannung haben, eben Wiedergutmachung zu betreiben, und zwar was das Ergebnis angeht, definitiv. Die Abwehr hatte viele Probleme am Mittwoch. Ist das dann auch vielleicht fehlende geistige Frische? Ja, ich finde, man muss unterscheiden, erste Halbzeit, zweite Halbzeit. Zweite Halbzeit, und das hatten wir, bin ich raus aus dem Spiel und hatte direkt eben das Gefühl gehabt, die zweite Halbzeit, das war gar nicht mehr unser Spiel, was wir wollten, und das Spiel mit lange Bälle, zweite Bälle, das war dort nicht mehr unser Spiel, und so ist eben so ein Spiel entstanden, Konter gegen Konter. Es war ja nicht so, dass wir keine Chance hatten, wir hatten ja auch unsere Chancen gehabt, immer mal auszugleichen oder mal wieder ranzukommen, aber da war natürlich dann das Konterspiel da und so ein offenes Feld, und dann entstehen dann solche Situationen, wie wir es in der zweiten Halbzeit hatten, wo Meppen uns hätte auch durchaus auch höher in Verlegenheit bringen können mit mehreren Toren. In der ersten Halbzeit war es so ein bisschen beides. Es war die Situation, dass wir eigentlich wirklich das Spiel komplett dominiert hatten. Die ersten
Der erste Torschuss der Meppner war in der 13. Minute oder Torannäherung. Bis dorthin waren wir wirklich die bestimmende Mannschaft. Und da gab es dann diese zwei Momente, und das ist halt die Frage, ist es dann geistige Frische? Es sind Fehler, die passieren dann bei den Abspielen Lukas Böder. Aber dann halt auch bei dem ersten Gegentor. Da sieht man den Passgeber, den Marvin. Man sieht aber auch eben einen Systemfehler, den wir dort begehen. Und das war für uns dann jetzt auch wichtig rauszufiltern und zu analysieren, dass wir klar diese individuelle Geschichte hatten. Und da kam es mir dann vor, dass sie gebraucht haben, so im Schalten manchmal in Situationen, dass da vielleicht dann so ein bisschen im Aktionismus dann so diese geistige Frische dann irgendwo gefehlt hatte. Aber was für mich wichtig war zu erkennen, nach dem 1-0 für uns, weil hat man ja so ein Gefühl, war da die Mannschaft so im Rückwärtsgang, und das war eigentlich gar nicht gegeben. Also war die Möglichkeit da, auf 2-0 zu erhöhen. Da hatten wir gute Möglichkeiten, wir hatten auch das wirklich weiter gut gespielt. Finde ich, muss es zwingend schon einen Elfmeter nach dem 1-1 muss es den Elfmeter halt auch geben. Und selbst da, also nach dem 1-0, waren wir eigentlich dran. Wir haben uns gekillt mit diesen drei Gegentoren und hatten Glück gehabt, dann vor der Halbzeit noch das 4-1 zu bekommen. Aber die Mannschaft war immer da. So, und jetzt war es im ersten Moment so geistige Frische, die man so rausfiltert, wenn man die Jungs mal sieht dann und beobachtet sie. Auf der anderen Seite, ich konnte es jetzt dann auf dem Feld, wenn ich es nochmal so geguckt habe, konnte ich es jetzt nicht erkennen, weil es irgendwo, wir waren dran, aber wir haben halt diese drei entscheidenden Dinger gemacht, ja, und da ist es eine individuelle Geschichte, aber in der einen oder anderen Szene war es halt auch eine Systemgeschichte, weil wir nicht in unserer, das hat was mit Positionierung zu tun, wie stehen wir offensiv in der Positionierung, wie stehen wir defensiv in der Positionierung. So, und jetzt gibt es aber auf dem Feld natürlich halt auch Überlegungen, Frische zu bringen, was Tempo zum Beispiel auch angeht und so, weil das ist, glaube ich, halt auch eine Erkenntnis aus dem Spiel jetzt gewesen, dass wir sagen, um noch mehr diese Wucht und Positionierung zu entwickeln, brauchen wir auf der einen oder anderen Bahn vielleicht auch ein anderes Tempo, und das sind jetzt die Überlegungen der Frische. Ist da Ahmet Engin ein Thema? Der hatte ja in der Saison noch nicht so viele Einsätze. Hatte jetzt auch Schwierigkeiten, als er reinkam. War vermutlich. Ja, es ist so, dass die Jungs natürlich halt einige, die jetzt so als Alternativ in Frage kommen, hatten natürlich auch immer wieder unterschiedliche Voraussetzungen, waren raus, sind reingekommen. Also dieser Rhythmus, den die Jungs brauchen, um auch unsere Abläufe drin zu haben, die sind auf der einen oder anderen Art sind die komplex, aber es sind trotzdem halt auch so, dass sie wissen, okay, die sind für die Tiefe sind ja letztendlich einfach umzusetzen. Und weil Ahmet halt auch jemand ist, der Tempo hat, ist das mit Sicherheit auch eine Überlegung. Und in dem Spiel hat er, ist es immer schwierig, in so eine, finde ich, zerfahrene, offene Partie reinzukommen, das ist das eine. Er hat dann zum Schluss in den letzten zwei, drei Aktionen gezeigt, dass er da dieses Tempo hat. Und für mich ist es wichtig, auch da, dass ich ihn ranbringen muss, ja, weil wir halt noch die anderen Spiele haben. Und je früher die halt dann auch mit kleinen Einsätzen ein bisschen Praxis bekommen oder eben halt auch mal von Anfang an spielen, ist es besser halt auch für die Dauer, die noch ansteht. Also auch da ist Ahmet eine Überlegung, Sinan Kawaina ist eine Überlegung, Arnold Budimbu ist eine Überlegung, dort was zu machen. Dann spielen eh wieder dieselben, ne? Zwischendurch ist ein bisschen voller geworden, weil das Stadtpanorama auch da ist. Trotzdem immer noch überschaubar. Herzlich willkommen, Steffen. Vielen Dank. Du darfst gleich fragen. Natürlich. Was erwartest du am Sonntag und was müsst ihr anders machen? Du hast gerade schon mal was gesagt von wegen Frische und Tempo. Und ja, wir haben ja drüber gesprochen, jetzt gerade eben, jetzt in 1:1 Interview. Ob da jetzt geistige Frische gefehlt hat da drin, weil ich das ja auch nach dem Spiel gesagt habe, irgendwo nimmt man das so ein bisschen, hat das Gefühl gehabt, dann sieht man das ganze Spiel, sieht man die erste Halbzeit, ich habe es gerade eben nochmal gesagt, dann das weniger mit geistige Frische zu tun, weil wir schon das Spiel auch dominiert hatten, wir hatten schon unsere Phasen drin, wir haben, dann hake ich es ab, wir haben halt auch die drei
die drei Fehler gemacht, die da zu Toren geführt haben. Wir sind nicht ausgespielt worden, wir waren schon präsent. Trotzdem gab es da schon die Überlegung, vielleicht einen Impuls zu setzen, einen allen anderen frischen vorher schon zu bringen, aber ich wollte die Mannschaft eben nicht auseinanderreißen, die hier gegen 60 das Spiel gedreht hatte und dann in Jena dann erfolgreich war. Also von daher war das der Grundgedanke, die drin zu lassen. Und es war letztendlich auch nicht verkehrt. Verkehrt war die Herangehensweise in der zweiten Halbzeit. Und das ist nicht der Fußball, den wir wollen. Den ich dort aber auch so ein bisschen mit forciert hatte, eben das Spiel so getrieben zu drehen, dann mit einer anderen Spielart das zu versuchen. Das war Bullshit. Und das ist das, was wir jetzt brauchen. Wir brauchen jetzt eben die Situation, was wir gezeigt haben. Wucht entwickeln nach vorne hin heißt mehr Tiefe anzubieten im Spiel ohne Ball. Und dann das, was wir vorbereiten in der Positionierung defensiv, offensiv, das eben mit einer größeren Intensität wieder zu bespielen, mit und ohne Ball. Weil das ist, glaube ich, bleibt unser Ansatz, muss unser Ansatz bleiben, diese Offensive eben in den Vordergrund zu stellen, weil wir da auch im Spiel gegen Meppen unsere Chancen auch erspielt haben und die Fehler, die gemacht worden sind, waren keine Systemfrage. So, und das ist das eine Thema, und in Chemnitz, die werden uns nicht freundlich begrüßen dort, die Mannschaft. Die werden uns auch alles abverlangen im physischen Bereich. Zweikämpfe, Bissigkeit, dort geht es darum, eben mit dem neuen Trainer auch eine Wende herbeizuführen. Erstes Spiel in Groß-Asbach, auswärts ging verloren, jetzt hat er sein erstes Heimspiel und Zweikampfintensität mit Sicherheit gefragt, und das habe ich meinen Jungs heute Morgen gesagt, dass sie sich darauf, einstellen sollen, wissen, dass es eigentlich... dass ich normalerweise gar nicht sagen muss, sondern dass es Wissen, das ist die Tabellenkonstellation schon. Und das andere ist, wie wir aufdrehen, mit welcher Dynamik, mit welcher Gier und mit welchem Spiel in die Offensive, mit welcher Dynamik wir dort auftreten, das ist ganz wichtig. Hat auch eine gute Möglichkeit, schnell wieder reagieren zu können auf einen schlechtes Ergebnis und vielleicht eine schlechte zweite Halbzeit für deine Mannschaft. Hast du das Gefühl, dass sie da auch schnell was wieder gut machen wollen? Ja, genau. Das war am Anfang, hatte ich das auch kurz gesagt, dass ich schon das Gefühl habe, dass die Spannung so da ist und auch der Ärger über die Niederlage und dann auch noch mit der Analyse das verdaut zu haben und dass da eine Spannung da ist, die vorherrscht eben. Ein Spiel, ein Ergebnis eben wieder gut zu machen. Das Gefühl ist da, und das ist auch meine Erwartung an die Jungs, dass sie da diese Reaktion zeigen. Bisher haben wir immer eine Reaktion gezeigt auf eine Niederlage, ob das in Ingolstadt, in Mannheim, jetzt haben wir es in Meppen, haben wir immer eine Reaktion gezeigt, aber die Reaktion muss bei uns stattfinden, nicht nur im Aktionismus jetzt blind da in Zweikampfaktivitäten starten, sondern die Aktivität muss mit unserem Spiel stattfinden. Und das ist das, was ich sage, was wir herausstellen müssen, was uns bisher stark gemacht hat und uns auch erhalten soll in der Stärke. Chemnitz ist jetzt ein Club, wo es nicht nur sportlich nicht läuft, auch abseits des Platzes gibt es ja viele Probleme, die der Verein hat, Insolvenz etc. Welche Rolle spielt das für dich in der Vorbereitung? Also jetzt auf das Spiel jetzt keine Rolle, also da ist eher das Sportliche für uns ein Thema, wie wir die Chemnitzer sehen. Die haben, wie gesagt, jetzt in Groß-Asbach 4-2-3-1 gespielt, davor noch unter dem Interimstrainer Sredo Ristić hatten sie mit einer Fünferkette gespielt, 5-1. Das ist jetzt so erstmal, muss man erstmal da diese sportliche Analyse tätigen. Alles andere, das interessiert mich nur als begeisterter Fußball Anhänger, Trainer, der das Ganze verfolgt und die Geschicke da verfolgt. Und es schade ist, finde ich, wenn ein Club eben sich da rausarbeitet, sportlich, dass man dann trotzdem keine Ruhe reinbekommt, weil die Verantwortlichen, die dort waren, finde ich, ob das jetzt Thomas Sobotzik oder David Bergner, die haben dort eine klasse Arbeit geleistet. Und es ist halt schade, dass man nicht da diese sportliche Ruhe da drin hat,
das weiter fortzuführen, aber das ist nicht unser Thema. Aber es interessiert mich trotzdem, weil klar, man liest es ja auch und ihnen wäre es zu wünschen, dass sie das da, dass sie das hinbekommen, dass sie da diese Ruhe reinbekommen. Also bleibt auch ein Stück Fußballtradition drüben. Absolut. Und wenn die bestehen bleiben kann, haben wir sicherlich nichts dagegen. Jetzt folgt eine Länderspielpause, die wahrscheinlich zum guten Zeitpunkt für euch kommt. Welche Schwerpunkte legst du in diese Länderspielpause bei der Arbeit mit der Mannschaft? Ihr habt das Pokalspiel natürlich noch. Genau, das ist der Schwerpunkt. Wir wollen im Niederrhein-Pokal weiterkommen gegen Velbert. Wollen trotzdem dann halt auch versuchen, in dieser Woche also wir werden es vielleicht ein bisschen verändern, die Trainingswoche von den Tagen her. Wir werden so eine kleine Vorbereitung mal so einstreuen, dass wir nochmal mal so eine Spitze setzen im körperlichen Bereich, aber immer so, dass wir am Wochenende das Spiel gegen Velbert dann im Auge haben. Da liegt dann der Schwerpunkt drauf, dass wir da die Runde weiterkommen. Aber noch ein Testspiel jetzt da einschieben in diese Zeit nicht? Nee. Gut. Vielen Dank fürs Kommen. Gute Fahrt nach Chemnitz und uns viel Erfolg, Thorsten. Danke dir. Danke auch. Heute keinen sonnigen Tag. Nee. Der wird schwer.